Können Sie sich vorstellen, eine Versicherung im Internet ganz ohne Beratung abzuschließen? Nein. Würde ich nicht machen. Würde ich niemals tun. Würde ich nicht befürworten. Das sollte man nicht machen. Nein, das finde ich nicht okay. Versicherungsvermittler sind dazu verpflichtet, hohe Beratungs- und Dokumentationsstandards zu erfüllen. Der Bundestag berät heute über die nationale Umsetzung der entsprechenden Richtlinie der IDD. Der BVK fordert keine Vermittlungstätigkeit ohne Beratung im Sinne des Verbraucherschutzes. Ich glaube schon, dass Beratung wichtig ist, aber dass wir schon auch diesen Fokus haben müssen, wie kann man Beratung so gestalten, dass wir für diese ganz langfristige Aufgabe Altersversorgung eine gute Beratung und gleichlaufende Interessen haben. Ich halte es für absolut notwendig, auch die SPD-Bundestagsfraktion, dass die Beratung natürlich im Mittelpunkt stehen muss. Künftiger Tätigkeiten, ja. Dass bei allem, was mit Versicherungsrecht zu tun hat und mit der Vermakelung und Weitergabe, in welcher Form auch immer, dass hier der Verbraucher geschützt sein muss. Und das kann er nur bei Profis sein. Das ist eigentlich die Chance auch für den BVK, für die Mehrfachagenten, die Versicherungsmakler, Leistungen zu zeigen, die den Kunden nachhaltig einen guten Versicherungsschutz geben, und sie haben immer die Beratung und auch die Schadensminimierung. Das ist ja, wir stehen jetzt hier beim GDV und ich möchte den GDV davon überzeugen, sich unseren Gedanken anzuschließen, kein Vertrieb ohne Beratung. Ja, wie Sie sehen, hat mir niemand beim GDV den Schirm abgenommen. Dann gehen wir wieder weiter. Ich komme hier gerade aus dem Haus, Verbraucherzentrale Bundesverband. Ich hoffte, die Kollegen und Kolleginnen davon zu überzeugen, unsere Aktion, kein Vertrieb ohne Beratung, mitzutun. Leider ist mir dieses nicht gelungen. Lebensversicherungen, Krankenversicherungen, das ist hochkompliziert. Und hier bedarf es mehr als nur ein paar Klicks. Hier bedarf es am besten einem Menschen, der auch wirklich erklärt, worauf man sich einlässt. Denn die Fallstricke sind ja oft gerade im Paragraphendschungel versteckt und die findet man nicht so leicht.